Als letztes werden wir noch einige dieser statistischen Kennwerte in einem Diagramm darstellen, nämlich im sogenannten Boxplot. Hierfür zeichne ich mir als erstes eine geeignete Skala. Ich habe diese so gewählt, dass jeder Zentimeter 10 Nachrichten pro Tag entspricht. Nun überträgst du auf diese Skala das Minimum, das Maximum, den Zentralwert und die Quartile, und zwar in Form von kleinen senkrechten Strichen. Den Zentralwert, den markierst du hierbei übrigens in einer besonderen Farbe, damit er besser sichtbar ist. Nun schnappst du dir dein Lineal oder Geodreieck und verbindest die Striche noch mit horizontalen, also waagrechten Linien wie folgt. Vom Minimum zum unteren Quartil ein Strich in der Mitte, vom unteren zum oberen Quartil jeweils oben und unten ein gerader Strich und vom oberen Quartil zum Maximum wieder ein gerader Strich in der Mitte. Und schon hast du dein Boxplot erfolgreich gezeichnet. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Videos weiterhelfen. Wünsche Ihnen nun viel Erfolg beim Auswerten von Daten und Bestimmen der passenden statistischen Kennwerte. Bis bald!